Dieser Test ist so schwer. Ahem. So, ist das also ja? Ich weiß, was du machst. Mhm. Oh, sie hat uns erwischt. Ich habe das noch nie gesehen. Wer's glaubt, wird selig. Wow, sie ist echt wütend. Ihr kennt die Regeln. Jetzt aber schnell. Ich liebe meinen neuen Nagellack. Sie wird's nie erfahren. Hi. Tu nicht so unschuldig, Blondie. Was gucken Sie so? Das ist nur meine Federtasche. Ist das so? Stifte kann man nie genug haben. Ich beobachte dich. Und was ist hier los? Stehen Sie da schon lange? Toller Test übrigens. Wirklich schwer. Oh, das ist nett von dir. Okay, das kam unerwartet. Warum könnt ihr nicht alle wie Naomi sein? Sie ist eine so gute Schülerin. Ich wusste, dass ich scheitern würde. Was soll's? Endlich zu Hause. Was für ein Tag. Warte mal, ich habe Hausaufgaben auf? Ach nö. Na gut, ich bring's hinter mich. Hoffe, das dauert nicht so lange. Ich habe nämlich Besseres zu tun. Ach, das ist echt übel. Voll langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Wow! Au! Mein Kopf! Was ist gerade passiert? Blöde Hausaufgabe. Das ist nur deine Schuld. Ich werde stattdessen Spaß haben. Jetzt wird gezockt. Oh ja, das gefällt mir schon besser. Los, los, weiter! Konzentration! Das ist der schwierigste Teil. Wow, das war knapp. Ich werde es schaffen. Ich werde gewinnen. Warte mal. Was war das? War wahrscheinlich nichts. Ich bin voll drin. Nichts kann mich aufhalten. Oh, pass auf. Phew, geschafft. Das war heftig. Hey, Betty. Was machst du? Au, mein empfindlicher Kopf. Warum hast du das gemacht? Sorry, aber die Tastatur ist kaputt. Die ist kaputt? Hey, du hast Hausaufgaben auf. Aber wie soll ich denn tippen? Ich weiß, wie wir die reparieren. Vertrau mir. Zuerst brauche ich Modellierton. Ich fange mit braunem Ton an. Mit einer Scheibe mache ich ihn matt. Das mache ich auch mit anderen Farben. Perfekt, ich habe alles, was ich brauche. Jetzt noch zusammensetzen. Dieses Stück Ton kommt als erstes. Dann staple ich den Rest drauf. Und der kommt hier hin. Dad? Schub, schub. Was ist los? Tippe weiter, na los. Oh, das ist ein Ohrwurm. Bitte hör auf zu singen. Das schreckt mich voll ab. Ugh. Nicht doch. Oh Mann, Kevin ist so süß. Was machst du da? Hey. Er ist der Coolste. Ich könnte ihm jeden Tag zuschauen. Wow, guck dir das an. Oh nein, der Unterricht beginnt. Guten Morgen. Es wird Zeit für einen Test. Frau Lehrerin? Was ist los, Betty? Naomi schaut sich Jungs auf ihrem Handy an. Naomi, leg das Telefon weg. Ich möchte deine volle Aufmerksamkeit. Was? Aber es ist Kevin. Das ist doch ungerecht. Du bist so eine Streberin. Habe ich doch gut gemacht. Keine Sorge, Frau Lehrerin. Ich pass auf. Ich kann immer auf dich zählen, Betty. Also, wo war ich? Unfassbar, dass du das getan hast. Spitzel. Vielleicht ein kurzer Blick? Denk nicht mal dran. Aber vielleicht trainiert er gerade. Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche meinen Schuss, Kevin. Das ist voll hart. Ich fordere dich heraus. Nur ein kurzer Blick. Warte mal, ich hab's. Ich weiß, was ich mache. Ich mache schnell ein Selfie und leg mein Telefon hier hin. Hier habe ich meinen Selfie-Ausdruck. Ich schneide es aus und klebe's auf mein Handy. Sieht gut aus. Guck dir das an, Betty. Was? Du darfst das nicht. Frau Lehrerin, Notfall. Hä? Was ist los? Wo ist das Problem? Schauen Sie doch. Ist das nicht offensichtlich? Das Telefon. Da ist es. Schauen Sie doch. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Betty. Aber diese Runde hast du gewonnen, Naomi. Aber es ist noch nicht vorbei. Psst, Kevin tanzt. Darf ich sehen? Nö. Und X muss 5 sein. Wow, schon Mittagspause? Lass uns essen. Klingt gut. Darauf habe ich mich schon gefreut. Ich liebe diese Schokoeier. Die sind lecker und haben eine kleine Überraschung. Oh, ich habe meine Snacks vergessen. Aber kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist.
Joink. Hm, so gut. Das habe ich gebraucht. Wo ist mein Ei? Es lag genau hier. Stimmt was nicht? Nein, das hast du nicht. Du Eierdieb. Ich hätte es wissen müssen. Das macht sie ständig. Warte mal, ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Mir egal, bring Schokolade mit. Zuerst brauche ich ein Ei und einen Strohhalm und Kleber. Ich mache Kleber auf die Schale. Genau so. Da kommt der Strohhalm drauf. Dann warten, bis der festklebt. Es gibt noch mehr zu tun. Jetzt tauche ich das Ei in geschmolzene Schokolade. Hm, das sieht lecker aus. Jetzt kommt die Folie drum. Sieht ziemlich überzeugend aus. Ich klappe noch die Ränder um. Naomi darf keinen Verdacht schöpfen. Es ist fertig. Ich habe was für dich. Ich weiß, wie sehr du die magst. Danke, ich bekomme nicht genug von denen. Viel Spaß. Oh, voll eklig. Reingelegt. Das wird dir eine Lehre sein. Das ist ein rohes Ei. Igitt, was sollte das? Bring nächstes Mal deine eigenen Snacks mit. Och, das war voll uncool. Nee, nee. Kunst ist ein Ausdruck der menschlichen Seele. Was erzählt sie da? Ich bin da, ich bin da. Wie immer zu spät, was, Naomi? Egal, ich habe heute ein interessantes Thema für euch. Die Muse von heute ist Mutter Natur und eine ihrer süßen kleinen Kreationen. Ich möchte, dass ihr ein Eichhörnchen malt. Denk an den bezaubernden Wuschelschwanz. Okay, das kann ich. Das ist die richtige Einstellung, Betty. Oh, jemand ruft an. Hallo? Oh, hey, du. Da muss ich rangehen. Es läuft ganz gut. Ich male gerne schöne Bilder. Ja, ja. Du machst das schon. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wie mein Make-up. Das ist der Grund, warum du immer scheiterst. Was? Ich bin eine Künstlerin. Ich bin das Meisterwerk. Und so bescheiden. Ich male mein Eichhörnchen fertig. Ich liebe diesen Lippenstift. Oh, oh, die Lehrerin ist wieder da. Er will mich zu einem Date einladen? Wow. Noch 5 Minuten, Mädels. Ich muss auf die Toilette. Ich muss dringend pinkeln. Oh, nur zu, Betty. Ich hätte die 3. Limo nicht trinken sollen. Jetzt aber schnell. Wie zeichnet man ein Eichhörnchen? Oh, ist schwieriger, als ich dachte. Vielleicht, wenn ich... Oh, das ist ja furchtbar. Was mache ich jetzt? Warte mal, ich nehme Bettys Zeichnung. Wow, das ist echt gut. Sie hat Talent, muss ich ihr lassen. Ich decke die Zeichnung mit Frischhaltefolie ab. Die muss schön eng anliegen. Jetzt male ich das Eichhörnchen ab. Ich male direkt auf die Frischhaltefolie. Ich muss nur den Linien folgen. Das ist total einfach. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Jetzt zu den Beinen. Und das Auge. Fast fertig. Das war's. Fantastisch. Ich ziehe die Plastikfolie ab, drehe sie um und lege sie auf ein Blatt Papier. Jetzt muss ich die Tinte übertragen. Mit dem Nudelholz geht's ganz einfach. Dann die Frischhaltefolie runternehmen. Und ich habe mein Eichhörnchen. Frau Lehrerin, was sagen Sie dazu? Lass mich mal sehen. Tada! Hoffe, es gefällt Ihnen. Puh, das war knapp. Was habe ich verpasst? Nein, das kann nicht sein. Das ist wunderbar, Naomi. Oh, Sie sind zu nett. Aber das sieht doch genau aus wie meins. Ich kapiere es nicht. Was ist hier los? Betty, hast du Naomi kopiert? Was? Nein, sie war das. Und wieder ein kleines Geheimnis des Lebens. Ich bin gerade voll wütend. Das ist fantastisch. Ich glaube, ich habe die Lehrerin gut getroffen. Eine Sache fehlt noch. Und zwar Farbe. Ich mache die auf den Schwamm. Muss aber nicht viel sein. Und ich nehme verschiedene Farben. Jetzt drehe ich den auf die Seite. Alles bereit? Oh, da kommt sie. Guten Morgen, Klasse. Fangen wir an. Hä? Soll das ein Scherz sein? Wer war das? Na los, gib dich zu erkennen. Schätze, wir werden es nie erfahren. Sieht aus wie die Direktorin, aber das muss weg. Was? Ich verstehe nicht. Ich nehme an, Sie finden das lustig. Nein. Ich war das nicht. Das war Lizzie. Ich? Wie können Sie es wagen? Ich war's nicht. Also, einer von euch war es. Gut, mir bleibt nur eins übrig. Bitte nicht feuern. Hey, was ist hier los? Wo sind wir? Das sieht lustig aus. Es wird Zeit für eine Mal-Challenge. Das wird ganz einfach. Ich dachte schon, ich kam zu spät. Hier ist mein Test.
Schätze, sie werden angenehm überrascht sein. Ich denke, du bist im falschen Video. Aber wenn du schon mal hier bist, schauen wir mal. Okay, soweit so gut. Ich bin voll nervös. Hm, interessant. Ist das U gut oder schlecht? Die sind für sie. Oh, das ist aber nett. Weißt du, ich bin in Gönnerlaune. Das ist deine Note. Ausgezeichnete Arbeit. Weiter so. Eine 1 plus. Wow. Die sind für sie. Hä? So war das aber nicht gemeint. Und die nehme ich. Man sieht sich. Manchmal hasse ich meinen Job. Das hat sie nicht erwartet, was? Was für eine Wendung. Warte mal. Die Blumen haben mich auf eine Idee gebracht. Ich bestreiche die Gabel mit Farbe. Dann presse ich sie aufs Blatt. Das mache ich auch mit anderen Farben. Ich verteile sie auf dem Blatt. Aber es gibt noch mehr zu tun. Jetzt nehme ich einen Pinsel und male den unteren Bereich grün an. Dann kommen die Stiele. Das mache ich auch mit den anderen. Als nächstes kommen die Blätter. Es spielt keine Rolle, ob die Farbe verblasst. Das verstärkt nur den Effekt. Jetzt kommt noch Gras dazu. Und das war's. Ich bin zufrieden damit. Jetzt liegt es an Ihnen. Oh, sieht gut aus. Was? Ich muss mir was einfallen lassen. Was habe ich in meiner Tasche? Nicht viel. Was soll ich damit anfangen? Ich werde verlieren. Außer, ich hab's. Ich stecke die Murmel in den Ballon. Dann mache ich ein Gummi drum. Jetzt stülpe ich den Ballon um. Genau so. Den muss ich noch aufblasen. Muss aber nicht viel sein. Reicht schon. Ich tauche den jetzt in Farbe. Die Unterseite soll bedeckt sein und dann drücke ich den aufs Blatt. Der hinterlässt dann einen Abdruck. Ich mache das noch ein paar Mal. Sieht schon hübsch aus. Das ist der letzte. Jetzt brauche ich Gelb. Damit male ich die Mitte aus. Und dann brauche ich Grün, um die Stiele zu malen. Jetzt kommen noch Blätter ran. Wow, gefällt mir. Solche Blumen würde ich gerne geschenkt bekommen. Ich bin fertig. Was sagen Sie dazu? Nicht mehr ganz so zuversichtlich, was? Das entscheiden nicht wir. Sie haben keine Chance. Puh, damit bin ich fertig. Ach, die muss ich auch benoten. Ist okay, Lizzie. Weiter so. Okay, das ist kreativ. Das ist schwierig. Unentschieden. Das finde ich gut. Mal sehen, was jetzt kommt. Moment mal. Hallo? Aufwachen! Hey! Der ist so saftig. Warte mal. Bin gleich wieder da. Den lasse ich mir schmecken. Wo bin ich? Hey! Wow, das hat geklappt. Entschuldigung, bin wohl eingenickt. Das ist eure nächste Challenge. Ich möchte, dass ihr einen Burger malt. Und achte darauf, dass der lecker aussieht. Wie? Das könnte knifflig werden. Warte, ich habe die Lösung genau hier. Ist doch ganz einfach. Ich lege das Pop-It hier hin. Dann male ich den Rand an. Hier nehme ich Orange. Dann fülle ich noch die Grübchen. Jetzt kommt Grün für den Salat. Das macht Appetit. Und dann drehe ich es um. Und drücke die Grübchen. Das macht Spaß. Mir gefällt diese Challenge. Das ist künstlerischer Spaß. Okay, konzentrier dich. Jetzt hebe ich das Pop-It hoch. Und zurück bleibt dein Burger. Der sieht total lecker aus. Cool, was? Versuchen Sie, das zu übertreffen. Oh, ich gebe dir eine 1 für deinen Einsatz. Immerhin hast du es versucht. Gib mir eine Sekunde. Ah, danach habe ich gesucht. Ich habe Express bestellt. Danke. Der sieht lecker aus. Aber den esse ich nicht. Noch nicht. Ich male um den Burger herum. Der sieht gut aus. Hey. So sollte das nicht werden. Was habe ich falsch gemacht? Den muss ich haben. Zeit zum Angeln. Hab ihn. Jetzt nur noch einholen. Komm zu Mama. Das sollten Sie sich ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich ziehe Linien durch den Kreis. So teile ich ihn in Abschnitte. Langsam sieht er aus wie ein Burger. Zum Glück habe ich einen echten als Referenz. Zumindest dachte ich das. Ups, haben Sie was verloren? Der war genau hier. Stimmt was nicht? Schon so spät, zeigt mir eure Zeichnung. Aber mein Burger. Ich hoffe, der gefällt Ihnen. Das ist so ungerecht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen.
Ausgezeichnet, Lizzie. Was ist das? Mehr Glück beim nächsten Mal. Lizzie gewinnt. Das merke ich mir. Nee, nee. Bereit für die nächste Runde? Ein Moment, jemand schreibt mir. Wie bitte? Meine Enkelin. Oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe aber keine Zeit. Omi! Oh, da schmilzt mir das Herz. Schön, dich zu sehen, Schatz. Farbe. Nein, Finger weg. Du bist gemein. Ist okay. Da drüben gibt's noch mehr. Oh nein, die nicht. Aber ich will malen. Immer verdirbst du mir den Spaß. Bitte nicht weinen. Hier, nimm diesen Stift. Mit dem kannst du malen. Okay, ich kann's versuchen. Ich weiß auch schon was. Du wirst erstaunt sein. Das ist meine Hand. Gefällt's dir? Wow, wie genial. Das hat mich inspiriert. Los geht's. Ich male um meine Hand herum. Dann zeichne ich zwei horizontale Linien. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Das wird eine Überraschung. Jetzt noch ein Schnabel und Flügel. Allmählich nimmt er Gestalt an. Jetzt male ich ihn aus. Rot für den Schnabel. Ich möchte, dass er schön bunt wird. Er soll exotisch aussehen. Fertig. Genau, was ich wollte. Schauen Sie sich den an. Ziemlich gut, oder? Wow! Oma, guck mal. Sie hat das mit ihrer Hand gemacht. Wow, sie ist total begabt. Übertreib mal nicht. Ich werde dich gleich umhauen. Ich lege meine Hand mit ausgestrecktem Daumen aufs Blatt. Dann zeichne ich drumherum. Aber ich lasse auf einer Seite eine Lücke. Da kommt eine Wellenlinie hin. Jetzt male ich ein glückliches Gesicht auf den Daumen. Niedlich. Als nächstes kommen zwei kleine Fühler. Jetzt noch eine Linie entlang des Daumens. Und dann verwandle ich die Hand in ein Blatt. Das ist ziemlich einfach. Jetzt kann ich's ausmalen. Das Blatt wird natürlich grün. Und meine Raupe wird pink. Wow, die sieht hungrig aus. Ihre Zunge wird rot. Und? Beeindruckend, oder? Iss weiter, kleine Raupe. Das ist ziemlich gut, aber mein Vogel ist besser. Na, das werden wir gleich erfahren. Du darfst die Gewinnerin auswählen. Wow, so viel Verantwortung. Ich mag den hübschen Vogel. Hier drüben. Hey, Oma, ich habe meine Wahl getroffen. Oh, okay, die Gewinnerin ist ihr beide. Wirklich? Wow, gut gemacht. Du bist so weich und flauschig. Oh, ich will auch mal. Oh, gute Idee. Zeichnet die Katze. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Nicht so schnell. Wir machen es interessanter. Malt sie mit verbundenen Augen. Was? Ach nein. Hey, es gibt nur eine. Sollen wir die uns teilen? Ich weiß. Wir spielen drum. Der Verlierer bekommt sie. Aha. Du spielst gegen mich? Okay, scheint fair zu sein. Los geht's. Ich hab gewonnen. Juhu. Sei keine gemeine Gewinnerin. Bringen wir es hinter uns. Ich kann nicht sehen ohne Brille. Und ich habe Angst im Dunkeln. Und wo ist der Stift? Ah, hab ihn. Ich hoffe, das geht gut. Wie sieht's aus? Ich sag lieber nichts dazu. Ich fange auch besser an. Wie mache ich das? Hey, was ist das? Die Matheaufgabe könnte mir helfen. Ich hab's. Das ist die Lösung. Wer hätte gedacht, dass Mathe nützlich ist? Los geht's. Zuerst kommt die 5. Und hier drüben zwei Nullen. In die Nullen kommen kurze Linien. Dieser Kreis wird das Katzengesicht. Dann kommt die Nase und die Schnurrhaare und zwei verschlafene Augen. Jetzt zu den Ohren. Dann kommt eine Kurve zur 5. Und dann der Schwanz. Das klappt gut. Die Katze bekommt auch noch Streifen. Ich verteile sie auf ihrem Körper. Jetzt kann ich sie ausmalen. Ich nehme dunkelbraun für die Streifen und ihr Körper wird hellbraun. Das ist ein schöner Kontrast. Oh, sie ist perfekt. Schauen Sie sich die an. Hat sie Ähnlichkeit mit jemandem? Wow, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich wusste, sie gefällt Ihnen. Wie läuft's denn so? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vergiss, was ich gesagt habe. Ist nicht meine beste Arbeit. Wenn man blinzelt, sieht es aus wie eine Katze. Ist das Ihr Ernst? Ich denke, hier gibt es nur eine Gewinnerin. Na los, sagen Sie es. Nun, Lizzie, warte. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, nicht traurig sein.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Sie haben gewonnen und du auch. Soll das ein Scherz sein? Das? Das klappt jedes Mal. Ist nicht lustig. Darauf habe ich mich schon gefreut. Eine heiße Tasse Tee ist immer gut. Oh, fast vergessen. Ich habe noch was Passendes. Ein leckerer Lolli. Sieht der nicht gut aus? Ich denke, den habe ich mir verdient. Was sollen wir damit anfangen? Ich habe keine Idee. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe ja auch einen Lolli. Den habe ich mir für später aufgehoben. Aber jetzt wird er gebraucht. Ich lege den hier hin und nutze ihn als Modell. Das perfekte Abbild. Jetzt male ich den blau aus. Der Stiel wird rot. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mit dem Korrekturstift mache ich die Lichtreflexion. Und mit dem Bleistift den Schatten. So sieht er realistischer aus. Den brauche ich nicht mehr. Hey! Ja? Der ist für Sie. Wirklich? Das ist aber nett. Ich mag Lollis. Ich kann den nicht aufheben. Der ist wohl glitschig. Was stimmt nicht mit dem? Ha, Sie sind drauf reingefallen. Das ist nur eine Zeichnung. Du hast mich ausgetrickst, aber das kann ich auch. Zuerst falte ich ein Papier. Ich mache eine Falz. Dann male ich über die Falz. Das soll wie ein Lolli aussehen. Hier ist der Stiel. Jetzt kommt die Farbe. Die obere Hälfte wird rot. Die untere wird grün. Dann kommen noch einige Details. Ich möchte, dass er gut aussieht. Jetzt öffne ich das Blatt und zeichne eine lange rote Linie. Beide Hälften sollen verbunden werden. Jetzt wechsle ich die Farbe. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Genau, was ich wollte. Dann klappe ich das Blatt wieder zu. Das macht Spaß. Ahem, das sollten Sie sich ansehen. Das war's? Puh, bitte. Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann das Papier nicht anheben. Was ist hier los? Ich weiß. Sie waren das, stimmt's? Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es ist noch nicht vorbei. Ich denke schon. Wow, das sieht toll aus. So clever. Sie können stolz auf sich sein. Und was ist mit dir, Lizzie? Gleich. Ich warte. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich bin enttäuscht, Lizzie. Also, Sie haben gewonnen. Ich danke Ihnen. Das war gemein. Oh, Schule. Manchmal bist du einfach. Manchmal bist du schwer. Manchmal sind die Lehrer nett. Manchmal sind sie gemein. Guten Morgen, Klasse. Ich hoffe, ihr seid bereit, etwas zu lernen. Lasst uns an die Arbeit gehen. Oh, wir sollten besser anfangen, Notizen zu machen. Ich passe besser auf, damit ich alles mitbekomme. Und so löst ihr die Gleichung. Was? Was ist passiert? Ich habe doch nur geblinzelt. Wie kann die so schnell schreiben? Wir müssen das abschreiben. Okay, ich bin froh, dass ihr das alle verstanden habt. Ich möchte jetzt die Tafel ab. Nein, nein, warten Sie. Lassen Sie uns erst ein Foto machen. Ah, okay, also achtet darauf, dass eure Hausaufgaben dieser Gleichung folgen. Der Unterricht ist beendet. Ich kann nicht glauben, dass ich nichts davon mitbekommen habe. Hallo, Klasse. Wir werden über die uralte Geschichte sprechen. Okay. Ich begebe mich nur schnell zu meinem Schreibtisch. Apropos uralt, bei seinem Tempo werden wir nichts weiter lernen. Ist der eingeschlafen? Hey, Lehrer! Und ich darf nicht vergessen, die Orchideen zu gießen. Wo bin ich? Oh ja, mein Klassenzimmer. Na gut, also, wo war ich? Ah ja, den Schülern etwas über Geschichte beibringen. Die uralte Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Na endlich, sieht so aus, als würden wir jetzt doch noch etwas lernen. Ich werde aus Kapitel 7 vorlesen. Lehrer? Oh nein, 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 ich glaube, er ist gestorben. Wir brauchen Hilfe. Okay, wo war ich? Oh, es geht ihm gut. Was für eine Erleichterung. Oh, ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Damals in der Antike.
Oh, okay. Es scheint, dass das alles für heute war. Alles klar. Wer ist bereit für Chemie? Matt, wach auf. Zeit für ein paar chemische Reaktionen. Wir geben diese Substanz in das Reagenzglas. Und dann brauchen wir das hier. Wir geben es zur ersten Chemikalie dazu und beobachten die Reaktion. Brauche ich das als nächstes? Yep. Er hat das einfach getrunken. Das ist ziemlich krass, oder? Aber vergesst nicht die Schutzbrillen. Oh nein, er wird wieder etwas in die Luft jagen. Das hier ist die letzte Komponente unseres Experiments. Seid bereit für ein tolles Experiment. Es geht los. Sieht er das wirklich durch? Funktioniert es? Ah, wow, das war ja ein Riesending. Wissenschaft. Sein Unterricht ist zwar echt lächerlich, aber irgendwie auch unterhaltsam. Oh, Mist. Nicht schon wieder der Feueralarm. Ihr kennt ja den Ablauf. Oh, dann evakuieren wir uns mal wieder. Ich bin froh, dass ihr pünktlich zum Unterricht erschienen seid. Heute werden wir eine wichtige Lektion dran nehmen. Was? Was sagt er? Ich kann ihn nicht hören. Für einen Lehrer spricht er immer so leise. Das ist echt bescheuert. Aber ich habe eine Idee, wie wir das beheben können. Ein Mikrofon hier und ein Lautsprecher hier und hier. Okay, bist du bereit? Ich drehe die Lautstärke auf. Und wie ich schon sagte, ist das ein weit verbreiteter Trugschluss. Aber es ist wichtig, dass wir diesem Aufmerksamkeit schenken. Super gemacht, Matt. Das ist viel besser. Oh, wir sind lieber ruhig, denn da kommt er. Na gut, es ist besser, wenn keiner von euch frech wird. Biologie ist das wichtigste Fach, das ihr je lernen werdet. Und jetzt hört zu, denn das heutige Thema ist wichtig. Oh wow, dann schreiben wir lieber mal mit. DNA ist der Baustein des Lebens. Sie ist nicht nur zum Klon von Dinosauriern da. Nein, Matt, nicht. Halt ihn zurück. Wer wagt es, meinen Vortrag zu stören? Alles in Ordnung, Herr Lehrer. Na gut. Zurück zu meinem Vortrag. Oh, puh. Die DNA bringt mich ganz schön aus der Fassung. Ich muss mich abkühlen. Wird das mit einem S geschrieben oder mit zwei? Oh nein, ich habe den Stift fallen lassen. Nein. Es tut mir leid, ich wollte meinen Stift nicht fallen lassen. Wer wagt es, meinen Unterricht zu stören? Niemand stört meinen Unterricht. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ich bin so froh, dass ich an mein Face Shield gedacht habe. Du hast recht, das ist witzig. Setzt euch, Klasse. Matt, kommst du schon mal nach vorne? Oh Mann, ich hasse es, zuerst dran zu sein. In Ordnung, beginne bitte mit deinem Vortrag. Okay, ich habe eine Studie über die Häufigkeit von Dinosaurierfossilien mit Federn gemacht. Oh Mist, wie heißt der eine Dinosaurier nochmal? Stimmt, okay, ich hab's. Oh Mann, ich werde für diese Stiefel töten. Oh, nicht schon wieder, ich vergesse ständig meine Fakten. Hä? Aber ich glaube, sie achtet gar nicht auf meinen Vortrag. Na, wenn das so ist, dann kann ich es mir auch leichter machen. Ja, ja, sehr interessant, mach weiter. Ich wette, ich finde diese Stiefel auch im Angebot. Und das war mein Vortrag, danke. Hey. Hey. Oh, gut, sehr gut gemacht, sehr gute Arbeit. Jetzt geh zurück auf deinen Platz. Oh, hey, Jen.
Beruhigt euch jetzt alle, der Unterricht fängt an. Heute schreiben wir einen Test. Was? Ein Test auf keinen Fall. Ich erwarte von euch, dass ihr still und leise seid. Entschuldigung, Frau Lehrerin, ich habe eine Frage. Nein, keine Fragen erlaubt. Er scherzt wohl. Matt, Augen auf deinen Test. Okay, ich falte ihn einfach und schiebe ihn dann zu ihm rüber. Das sehe ich. Keine Zettel weitergeben. Rückt eure Tücher auseinander. Oh, wenn's sein muss. Oh, sorry. Ich bin im falschen Klassenzimmer. Ich wollte nicht stören. Ob Zoe wohl die Antwort hat? Matt, was habe ich dir gesagt? Ich behalte dich im Auge, keine komischen Sachen mehr. Aus dem Weg. Hä? Hä? Was zum... Ich glaub's nicht. Hä? Ich bin hier raus. Was ist das? Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe noch was zu erledigen. Oh, mir lief's gerade kalt den Rücken runter. Oh, da kommt die Erklärung. Wednesday, bitte komm rein. Ich leg das noch zur Seite. Was kann ich für dich tun? Wir müssen reden. Ich hab da was für Sie. Was? Was ist es? Etwas Besonderes. Hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los? Ist das Müll? Juh, das stinkt. Das ist ja ekelhaft. Warum machst du das? Schö, weg. Ach, das sind so viele Fliegen. Stimmt etwas nicht? Das habe ich extra für dich besorgt. Ich habe dich vermisst. Wirklich? Das ist total süß. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Du bist mein Ein und Alles. Du bist so ein Romantiker. Ich möchte nie von dir getrennt sein. Mir geht's genauso. Du machst mich glücklich. Küss mich. Igitt, ekelhaft. Das ist jetzt wichtiger. Wednesday steckt in großen Schwierigkeiten. Bringt sie zu mir. Ich zahle gut. Und was euch zwei Turteltäubchen angeht, ich beobachte euch. Sie sagt zwar, aber sie kann unsere Gefühle nicht aufhalten. Wo waren wir? Ich glaube, du wolltest mich gerade küssen. Wednesday weiß, wie man jeden Moment ruiniert. Aber es gibt nur dich und mich. So gefällt mir das. Du sagst immer so süße Sachen. Lass uns keine Zeit verlieren. Als ob du meine Gedanken lesen könntest. Komm her. Ignorier das einfach. Schlangen! Sorry, das hätte ich dir sagen sollen. Hoffe, das hat niemand gesehen. Das ist unser kleines Geheimnis. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Aha. Du bist so süß. Aha. Und jetzt lass uns den Kuss beenden. Warte mal, was ist das? Das siehst du doch auch, oder? Ich bin gar nicht da. Aha. Deine Freundin hat eine Funktionsstörung. Sowas sieht man nicht alle Tage. Mann, ich komme wohl nie zu meinem Kuss. Hey, Händchen, wie geht's? Was, ich? Ich beobachte nur den Maler. Das hat was Entspannendes an sich. Aber ist doch gut für ein Späßchen. Du weißt, was zu tun ist. Du musst aber schnell sein. Er darf dich nicht sehen. Genau, wirf die Brieftasche in seine Richtung. Er muss sie aber auch sehen. Hä? Was war das? Wow, ein Portemonnaie. Heute muss mein Glückstag sein. Das schnapp ich mir. Hey, komm wieder her. Seltsam. Versuchen wir es nochmal. Oh, fast gehabt. So leicht entkommst du mir nicht. Nicht mehr bewegen. Ich dachte, diesmal hätte ich's erwischt. Hab keine Angst, Portemonnaie. Ich bin doch dein Freund. Endlich ist er weg. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich muss die Farbe aufwärmen. Ich hab's. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die soll austrocknen. Noch ein bisschen. Das war's. Ich bin Expertin mit dem Föhn. Aber ich habe noch mehr zu tun. Ich hol die Farbe aus dem Eimer und stell die Cola-Dosen rein. Ich brauche die, damit es überzeugender wird. Die stützen die Farbe ab. Ich will nicht, dass sie im Boden liegt. Ich stell noch ein paar rein. Okay, das reicht jetzt. Dann kommt die Farbe obendrauf. Ah, was für ein schöner Tag. Ich frag mich, ob der Maler schon fertig ist. Ich
Ich werde mal nachsehen. Da ist er ja. Was machst du da? Du bist ja noch nicht fertig. Es ist so schwer, einen guten Handwerker zu bekommen. Nimm den Pinsel und... Was? Genau wie ich es geplant habe. Hey, stopp! Komm sofort wieder her! Hey! Wohin gehst du denn? Lauf nicht einfach weg! Hähnchen, bist du hier drin? Ich komm jetzt rein. Keine Bange, niemand hat mich gesehen. Wo bist du? Wie lege ich mich mit der Schulleiterin an? Ich muss nachdenken. Es muss was Gutes sein. Hier drin gibt's viele gute Sachen, die ich nehmen könnte. Gar nicht so einfach. Hähnchen, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Hat sich das eben bewegt? Ah, da bist du ja. Hast du gute Streiche auf Lager? Mir sind die Ideen ausgegangen. Hä? Was hast du? Da drüben? Okay, du weißt es besser als ich. Warte. Oh, du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich wusste, dass ich dich finden werde. Du steckst in Schwierigkeiten, Wednesday Addams. Ach ja, das ist nicht gut. Das kann ich nicht zulassen. Moment mal, ich weiß, was ich mache. Ich brauche diese Kabel. Ich klemme sie an den Türgriff. Und jetzt warten wir. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor mir verstecken. Was würde ich nur ohne dich tun? Wir sind ein tolles Team. Schlag ein. Jetzt lass uns abhauen. Wednesday, wo bist du? Komm raus. Ich verspreche, ich werde dich nicht hart bestrafen. Aber so machst du es nur noch schlimmer. Warte nur, bis ich dich habe. Und ich werde dich kriegen. Der Lolli schmeckt gut. Ich finde, den habe ich mir verdient. Der Direktorin Streiche spielen ist harte Arbeit. Oh, hey, Hähnchen. Kommt sie hierher? Ich versteck mich besser. Das wird nicht gehen. Wednesday, komm raus, wo auch immer du bist. Ich muss was unternehmen. Hä? Was soll ich denn damit? Oh, hab verstanden. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Ich kann sie spüren. Ich dachte, sie wäre hier drin. Muss mich wohl geirrt haben. Oh, ich sehe gut aus. Das ist ein wirklich guter Lolli. Davon sollte ich mir mehr besorgen. Ich sorge dafür, dass alle Kinder wissen, dass hier keine Süßigkeiten erlaubt sind. Ihnen den Spaß zu verderben, macht mich glücklich. Da ich schon mal hier bin. Wenn man muss, dann muss man. Den habe ich schon den ganzen Tag zurückgehalten. Es könnte jetzt etwas spritzen. Komm schon! Ich hätte das Tankstellen-Sushi nicht essen sollen. Oh, wie krass der Geruch. Endlich ist alles raus. Ich fühle mich so schwach. Ich fühle mich viel leichter. Aber hier würde ich erstmal nicht reingehen. Zum Glück hat das keiner gehört. Ich trage Handschuhe. Ich brauche mir nicht die Hände waschen. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Moment mal, ist das ein Lolli? Wo kommt der her? Dafür gibt's nur eine Erklärung. Aliens, oder? Wednesday. Das war knapp. Wenigstens hat sie mich nicht gesehen. Die Frau sollte mehr Ballaststoffe essen. Das war unglaublich. Im Ernst, sie mussten die Toilette schließen. Wirklich? Sie hatten sogar spezielle Anzüge an. Gut, dass ich nicht da war. Was ist hier los? Nichts, ehrlich. Wartet, das ist nicht das Wissenschaftslabor. Hä? Wo ist Wednesday? Ist sie weg? Wow! Guckt euch das an! Wednesday? Höchstpersönlich. Und ich habe Süßigkeiten mitgebracht. Bedient euch. Wow, das ist ja fantastisch. Worauf warten wir noch? Gib her! Aus dem Weg! Es soll Süßigkeiten regnen. Juhu! Du bist die Beste! Ich weiß, aber lasst was für Händchen übrig. Er mag Marshmallows. Er wird sauer, wenn alle weg sind. Der Unterricht ist voll öde. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Wie kann Tina denn so einschlafen? Hey, Lexi. Was?
lass uns etwas Spaß haben. Mit Tina. Denkst du, was ich gerade denke? Wenn ja, dann bin ich dabei. Los geht's. Sch, weck sie nicht auf. Genau da. Da ist die Stelle. Okay, ich bin bereit. Wir nehmen das noch. Das sieht gut aus. Leg die Kohle auf das Buch. Hast du an das Stirnband gedacht? Okay, wir sind bereit. Das wird fantastisch. Ich kann's kaum erwarten. Gleich ist es soweit. Es geht los. Was? Was ist passiert? Ich bin klatschnass. Oh mein Gott, das war so lustig. Ihr wart das? Einfach furchtbar. Diese Tests sind wirklich schlecht. Sie haben sogar ihren Namen falsch geschrieben. Das ist eine glatte 6. Wie kann man etwas nur so falsch machen? Was jetzt? Soll das ein Witz sein? Oh, warte. Das ist richtig. Ich bin überrascht. Wir haben eine 1. Wow. Das dauert ja ewig. Und ich habe noch einige vor mir. Ich brauche eine Pause. Es muss doch leichter gehen. Warte mal. Ich denke, ich weiß, wie es geht. Ich brauche nur so einen flachen Ring. Ich trage Kleber auf die Fläche auf. Dann klebe ich ein Stück Schaumstoff drauf. Mit der Klebepistole kommt die 6 drauf. Ich lasse mir Zeit. Es ist ja auch ein Ausdruck meiner künstlerischen Fähigkeiten. Das sieht gut aus. Ich habe noch einen Ring gemacht, aber mit einer 1 drauf. Mit denen sollte es schneller gehen. Ich stecke die Ringe auf. Und jetzt wird bewertet. Ich drücke den Ring auf das Blatt. Guck dir das an. Das hat geklappt. Ja. So geht's viel einfacher. Das ist auch gut, um Stress abzubauen. Jetzt zum nächsten Test. Hey, es sind schon alle erledigt. Dank meiner neuen Lieblingsschmuckstücke. Und jetzt kann ich entspannen. Endlich ist sie weg. Mach schon schnell. Was ist das denn? Der Ring sieht ja lustig aus. Liam, guck mal. Was hast du da? Den Ring habe ich gefunden. Cool. Guck mal, hier ist noch einer. Der passt perfekt. David, guck dir das an. Wow, das ist voll cool. Warte, ich will was machen. Nicht bewegen. Oh, warum hast du das gemacht? Ey, Mann, das war nicht fair. Dir werde ich zeigen. Komm doch. Was zum? Jungs, hört auf damit. Mehr hast du nicht drauf. Schluss jetzt. Was glaubt ihr, was ihr hier macht? Er hat angefangen. Du siehst voll bescheuert aus. Genau wie du. Hier gibt es nichts zu lachen. Gebt mir die Ringe. Na los, her damit. Und jetzt raus hier. Sie sehen wirklich lustig aus. Noch ein paar Aufkleber und mein Notizbuch ist fertig. Man kann nie genug Einhörner haben. Wow, das sieht so magisch aus. Jetzt aber schnell zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Ich will gleich mein Notizbuch präsentieren. Alle werden total neidisch sein. Ich leg mein Notizbuch hier hin. Was? Was soll denn das? Du hast mein Notizbuch kopiert. Wovon redest du? Warte mal. Oh, ich hau ab. Ist sie weg? Das war voll peinlich. Unfassbar, dass wir den gleichen Stil haben. Warte. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich brauche nur diesen Stift. Ich zeichne zuerst ein Herz auf den Zettel. Dann male ich es aus. Dieses Rot ist perfekt. Ich mache noch ein paar Schattierungen, dann wird es schöner. Dann schneide ich es aus. Jetzt klebe ich es auf ein Stück Pergamentpapier und bedecke es mit Klebeband. Schön glatt streichen, ich will ja keine Falten haben. Jetzt kann ich es ausschneiden. Ich lasse ums Herz aber einen Rand. Ich habe auch noch andere Bilder gemacht. Mit denen kann ich mein Notizbuch neu dekorieren. Ich fange mit der Erdbeere an. Ich ziehe das Schutzpapier ab und klebe den auf mein Notizbuch. Das sieht viel besser aus. Gefällt mir. Besser als Einhörner. Hi Naomi, wie läuft's denn so? Gut. Wow, die Aufkleber sind ja cool. Ja, die sind voll cool. Ich habe sie selbst gemacht. Guck mal, Lexi hat die gleichen Aufkleber. Das ist jetzt peinlich. Das muss aufhören. Es kann nur ein Notizbuch mit Aufklebern geben. Naomi soll entscheiden. Was? Auf keinen Fall. Naja. Voll erwischt. Ja, das war, witzig. Auf zum Unterricht. Oh, was für ein Tag. Aber jetzt kann ich mich entspannen. Warte. Eine To-Do-Liste? Och, komm schon. Nummer 1, räum dein Zimmer auf. Mach deine Hausaufgaben. Das ist ungerecht. Naja, dann mal los. Das könnte eine Weile dauern. Vielleicht fange ich mit Nummer 2 an.
Oh, Hausaufgaben sind nie gut. Was soll ich noch machen? Oh, Pudding. Guter Junge. Ich hätte in der Schule bleiben sollen. Oh, hey Mama. Da ist ja mein lieber Junge. Die wirst du brauchen. Hey, danke. Und vergiss die Liste nicht. Das meine ich ernst. Werde ich nicht. Leider. Eigentlich wollte ich Videospiele spielen. Ich habe nie Zeit nur für mich. Hm, ich könnte ganz kurz spielen. Ich darf hier wohl ein bisschen Spaß haben. Liam, wie kommst du mit der Liste voran? Oh, Liam. Guck dir diese Sauerei an. Das mache ich nicht sauber. So viel zur Liste. Dabei war sie so einfach. Hm, ich frage mich, ob dieses Pop-It... Ich denke, ich muss die To-Do-Liste interessanter gestalten. Bin gleich wieder da. Zuerst schneide ich eine Reihe vom Pop-It ab. Genau diesen Teil. Jetzt kommt die Liste. Als nächstes brauche ich Textmarker. Ich drücke 2 gegen die Farbmähne. Die Farben werden gemischt. Wenn ich dann etwas schreibe, bekomme ich diesen bunten Effekt. Genau so. Ich denke, sie ist jetzt fertig. Wird Zeit, sie Liam zu zeigen. Oh, er schläft noch. Ich klebe sie an seine Tür. Aber ganz leise. Er schläft wie ein Baby. Aber nicht mehr lange. Hä? Was war das? Warte, die sieht anders aus. Lass mich mal sehen. Das sieht lustig aus. Warte, ich muss erst mein Zimmer aufräumen. Ich sollte öfter aufräumen. Hm, das habe ich nicht gewusst. Ugh, Pudding, das ist ja ekelhaft. Das war ein schöner Spaziergang. Und jetzt kann ich aufs Pop-It drücken. Alles erledigt. Mama! Ja, Schatz? Wow, du hast aufgeräumt. Ich kann den Teppich sehen. Mein guter Junge. Komm schon, ich halte es nicht länger aus. Hm. Geht's dir gut? Nee. Ich muss diesen Test bestanden haben. Mama, Papa, guck mal. Ich habe eine 1+. Ich wusste, du schaffst es, Champion. Wir sind so stolz auf dich. Du bist der Klügste in der Familie. Ich wäre ein Held. Oh, jetzt geht's los. Eure Ergebnisse sind da. Bitte, ich will eine gute Note. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Hier, Lexi. Und hier ist deine Note, Liam. Ich traue mich nicht nachzuschauen, aber es muss sein. Du fängst an, Lexi. Okay, es ist nur eine Note. Wow, ich habe bestanden. Ich habe eine 1+. Ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich gerade voll unsicher. Ich schaue kurz nach. Was kann schon schief gehen? Soll das ein Witz sein? Ich habe für diesen Test gelernt. Und der gibt mir eine 6. Das ist eine Katastrophe. Mama und Papa werden total enttäuscht sein. Eine 6? In diesem Haus? Ich habe keinen Sohn mehr. Los, verschwinde von hier. Ich akzeptiere keine Verlierer unter meinem Dach. Ein bisschen zu dramatisch. Aber ich will nicht obdachlos sein. Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Ugh, alter Kaugummi. Voll eklig. Es wird immer schlimmer. Warte mal. Ich weiß, wie ich meine Note verbessern kann. Ein Versuch ist es wert. Dafür brauche ich aber diesen Stift und eine Klebepistole. Ich mache Kleber ans Ende des Stiftes. Ich bedecke die Kappe komplett. Das muss schön dick werden. Das sollte reichen. Ich drücke das jetzt auf die Note. Dann presse ich ein bisschen. Warte. Keiner guckt, oder? Jetzt ziehe ich den Stift vorsichtig ab. Und die 6 ist weg. Wow, das war einfach. Jetzt nehme ich meinen roten Stift. Hm, eine 1+ habe ich mir verdient. Der Kreis verdeckt den Kleberand. Niemand wird sie erfahren. Ich bin ein Genie. Wer muss schon lernen? Der Kaugummi hat bestimmt noch Geschmack. Hm, minzig. Den zeige ich gleich Mama und Papa. Heute haben wir einen Mathe-Test. Und der wird schwer werden. Sehr schwer. Ich habe voll viel gelernt. Ich schaffe das. Ugh, ich hasse Schule. Ich würde lieber im Park skaten. Was geht, Streberin? Charmant. Viel Glück beim Test. Das wirst du brauchen. Und der Test beginnt. Jetzt. Oh ja. Wow, das ist schwer. Warum stresst du dich so? Ist doch nur ein Test. Oh, das ist einfach. Man muss nur vorbereitet sein. Ich habe die Lösungen zur Hand. Warum Zeit mit Lernen verschwenden, wenn man spicken kann? Das hätte ich niemals gewusst. Aber diesen Test bestehe ich trotzdem. Okay, los geht's. Jeder sollte bei Prüfungen schummeln. Oh nein, mein Kopf ist leer. Lexi? Hey, das kannst du doch nicht machen. Sprich leise. Konzentrier dich lieber auf deinen Test.
aber das ist nicht richtig. Ich weiß. Ups, mein Stift ist weggerutscht. Hast du gerade meinen Stift runtergeschmissen? Das war ein Versehen. Das machst du nicht nochmal. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mich beeilen. Sie wird nicht schlecht gucken. Du bist total kindisch. Hey, warum hast du das gemacht? Betrüger gewinnen nie. Na gut, dann nehme ich deine Brille. Nein, die brauche ich. Ich sehe jetzt alles unscharf. Zum Glück habe ich eine Ersatzbrille. Sei nicht so fies. Natürlich hast du eine. Was mache ich denn jetzt? Ich kann die Lösung nicht sehen. Warte mal. Nein, die hilft nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß, was ich machen kann. Mit diesem Stift färbe ich die Gläser. Das müsste gehen. Okay, ich probiere es einfach aus. Ich halte sie über den Spicker. Und die Lösung werden sichtbar. Ist wie Zauberei. Und die sieht aus wie eine Sonnenbrille. Ich beende jetzt den Test. Hä? Huh? Was war das? Hey, Lexi, der ist für dich. Für mich? Wirklich? Was steht drin? Ich werde es gleich lesen. Miles. Total charmant. Ich kann's nicht leugnen. Ich bin cool. Lass uns später abhängen. Nachsitzen! 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 Was? Oh, okay. Ich hau ab. Da hab ich euch dran gekriegt. Wofür braucht man Mathe überhaupt? Okay. Zu viel Kreide. Puh. Ups. Schluss damit. Ich hab nur genießt. In diese Nasenlöcher kommt keine Kreide. Ah, so gut. So niest man richtig. Das kann nicht gesund sein. Also, wo waren wir? Ich vergnüge mir etwas die Zeit. Gleich hab ich es. Jupp. Er hat Angst vor dem Niesen, hä? Huh? Ich wette, seine Nase freut sich über etwas Würze. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ein Tropfen ist genug. Das ist so viel besser als Mathe. Und fertig. Bereit zum Einsatz. Ich kann's kaum erwarten. Puh, meine Nase jammert heute ganz schön. Was sie nicht sagen. Oh, oh Gott. Hatschi. Wow. Oh. Autsch, mein Gesicht. Ah. Oh je. Chie. Wow, hätten sie mich nicht warnen können? Oh, das soll aufhören. Oh, Mister, was macht sie da? Passen Sie auf! Auf was? Hatschi! Ja! Das tut mir leid, Miss. Warte! Oh, wow! Aber das ist mir so peinlich. Hä? Chili-Sauce? Oh-oh! Chili-Sauce? Olivia, nachsitzen! Oh, Mann! War doch nur ein Witz! Diese Kinder. Wenigstens tröstet mich Mathe. Noch öder geht's nicht. Er schaut nicht mal auf die Klasse. Das heißt, ich kann Unfug machen. Ernst bleiben. Genau so. Alles soll voller Kleber sein. Was zum Henker? Nicht unter meiner Aufsicht. Ich bearbeite die Aufgabe, Sir. Aha. Sein böser Blick hält mich nicht auf. Stift Nummer 2, kommt herbei. Was macht sie denn da bloß? Hör auf damit! Was meinen Sie? Ich mach doch gar nichts. Huh. Als ob. Ich lasse es Kleber regnen. Und jetzt kommt Glitzerhagel. So eine Matschepampe, wie toll! Der Anblick erinnert mich an Weihnachten. Olivia, genug ist genug! Was? Ich mach doch nichts Böses! Für wie blöd hältst du mich? Das sind doch nur meine Schulsachen! Nein, gib das her!
Der Lehrer hat mich auf dem Kieker. Wie selbstgefällig er schaut. Miss! Oh, dein Anblick tröstet meine müden Augen. Das ist für dich. Wow, für mich? Bitte, mach es auf. Ich kann dir nichts abschlagen. Oh! Heiliger Bimbam! Miss! Ist das Kleber? Der ist in meinen Haaren! Nein! Genial! Du! Nachsitzen! Was? Schon wieder? Och, Menno! Ich gehe! Der Buchstabe A ist sehr vielseitig. Man glaubt es kaum. Ich hasse Englisch. Gibt es Fragen? Langweilig dich? Hey, wach auf! Du bist in der Schule und nicht in deinem Bett. Reiß dich zusammen! Du lässt mir keine Wahl. Hier wird nicht geschlafen. Musste das sein? Viel besser. Ich bin wach. Er steht auf sein Megafon, ha? Huh? Na warte, das kriegt er zurück. Beim nächsten Mal wird er sein blaues Wunder erleben. Bin ich genial oder genial? Ich lege es vorsichtig zurück. Und geschafft. Jetzt genieße ich die Show. Verstanden. Schläfst du schon wieder? Das ist doch lächerlich. Aufwachen. Claire! Alter, das klappt immer. Hallöchen. Danke fürs Vorbeibringen. Du hast da etwas im Gesicht. Hier? Ist es weg? Nein, auf dem Kinn. Meine Lippen? Nein, das ist irgendwie überall. Du gehst aber ran. Ich zeig's dir. Oh. Das ist so lustig. Was ist das? Schwarze Farbe? Erwischt! Das ist echt seltsam. Oh nein! Entschuldige, wir reden später. Und du? Nachsitzen! Sofort! Ich? Nachsitzen! Das war's mir wert, mir doch egal. Mein Leben ist ruiniert. Das ist so öde, da will man einpennen. Dann mache ich eben das Beste draus. Wie wäre es damit für den nächsten Streich? Olivia? Absoluter Klassiker. Was ist denn da los? Los, gib es her. Oh, okay. Immer diese Streiche. Und wie soll ich jetzt wach bleiben? Die Dinger sind doch schon nicht mehr lustig. Also, wo war ich? Sie schon wieder? Danke, setz dich doch. Setzt sie sich wirklich hin? Halt, nicht! Du meine Güte! Du lieber Himmel! Das tut mir wirklich leid. Ich kann mich nirgendwo mehr blicken lassen. Du. Ich? Du. Nachsitzen. Das war nicht mal meine Schuld. Warum ist Schule so unfair? Wie konnte ich das nur zulassen? So werde ich nie Liebe finden. Oh Mann, ist das öde. Mal sehen, wie lange ich den Kaugummi ziehen kann. Vielleicht bis zum Lehrer hin. Sein Schnauzer sieht so lächerlich aus. Das ist Kaugummi, oder? Und? Ist doch nicht so schlimm, oder? Kaugummi ist verboten! Was zum... Oh, meine Brille und Zähne! Oh! Er findet sie nicht. Ich jedoch schon. Ich kann gar nichts sehen. Hab ich euch? Wie eklig! Ihr
Ihr wandert gleich nirgendwo mehr hin. Nur ein paar Kleckse. Fehlt nur noch ein kleines Extra. Minz frisch, Baby. Die Zähne haben ein Upgrade verdient. Viel Spaß damit. Oh, meine Brille. Gleich geht's los. Puh, schon viel besser. Meine Zähne. Tada. Endlich. Wo war ich stehen geblieben? Hallöchen, hi Kinder. Huh? Oh je. Hier ist ein Snack für dich. Sehr nett. Wow. Oh. Was? Deine Zähne. Echt seltsam. Ja? Deine Zähne. Hä? Die sind hübsch, oder? Oh, du kapierst es nicht. Warte, ich verstehe nicht ganz. Das ist genial. Oh Mann, wieso hat sie dauernd über meine Zähne gesprochen? Oh nein, die fühlen sich seltsam an. Du! Ich? Noch sitzen! Wofür? Okay, ich gehe ja schon. Diese Schülerin ruiniert mein Leben. Mir ist voll langweilig. Hört mir zu. Das ist im Prinzip ganz einfach. Das kann auch nur er sagen. Zeit für Snacks. Leckere Gummiwürmer. Ich mache ein kurzes Nickerchen. Sag Bescheid, wenn es spannend wird. Zäh. Mindy? Sie schnarcht. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme die Gummiwürmer und klebe sie an Mindys Nägel. Aber nicht aufwecken. Noch nicht. Wow, guck dir das an. Wird Zeit, Mindy zu wecken. Kitzel, kitzel. Hä? Was ist los? Ich habe gerade voll gut geträumt. Warte, was ist mit meinen Nägeln passiert? Das ist voll schräg. Mach das weg. Ha, erwischt. Sind das Gummiwürmer? Ist vielleicht doch nicht so übel. Lecker. Mach mir ruhig öfter eine Maniküre. Lecker, stimmt's? Die Farbe steht mir. Diese Bücher brauche ich jetzt. Das ist Justin. Er ist so perfekt. Er ist mein Traummann. Ich glaube, ich habe alles. Ich gehe zum Unterricht. Will ja nicht zu spät kommen. Ich glaube, mein Herz hat gerade ausgesetzt. Ist schön, dich zu sehen. Warte, warum redet die mit Justin? Wir haben schon lange nicht mehr abgehangen. Ich sollte neben ihm sitzen. Das ist nicht richtig. Grr, ich bin gerade voll wütend. Guck sie dir an. Du bist so witzig. Ja, das habe ich öfter gehört. Du bist so witzig. Sie denkt, sie sei was Besonderes. Die hat mir den Tag ruiniert. Warte mal, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ja, das wird klappen. Das wird gut. Zeit für den Unterricht. Bin gespannt, was heute dran kommt. Justin, warte auf mich. It's Showtime. Oh, hey. Darf ich hier sitzen? Los geht's. Hoffe, ich habe gut gezielt. Los, Kacke, los. Yes, erwischt. Perfekt getroffen. Was zum... Ist das Kacke? Oh, das ist ekelhaft. Ich muss weg. Denk an mich, Justin. Okay, das war weird. Endlich ist sie weg. Meine Chance. Was ist gerade passiert? Wie es aussieht, ist dieser Platz frei. Sie sollte besser weg. Oh, hi, Justin. Mindy, hey. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich denke schon. Das Buch ist echt interessant. Ich will's nicht weglegen. Was passiert als nächstes? Oh, ich liebe diesen Filter. Das ist niedlich. Was gibt's sonst noch? Bei dem weiß ich nicht. Ich versuche was anderes. Ha, guck dir das an. Leute, denkt ihr, was ich denke? Setz dich in Pose, Justin. Das wird so lustig. Ich schick das an die ganze Schule. Warte, was? Das sieht voll peinlich aus. Und senden. Das war's. Es ist raus. Hä? Was ist das? Nicht dein Ernst. Das sieht voll witzig aus. Hast du das Bild von Justin gesehen? Er sieht echt übel aus. Was sagst du? Peinlich. Mindy. Ich finde, das ist eine Verbesserung. Das war nicht lustig, Mindy. Ich denke schon. Bin gleich wieder da.
Warum hat sie das gemacht? Hey, sieh an! Sie hat ihr Handy hier gelassen. Ich könnte... Ein Plan entsteht. Dafür brauche ich diese DVD. Wird Zeit für meine Rache. Und die werde ich genießen. Ich zerbreche die DVD-Hülle, weil ich die Scherben brauche. Perfekt. Genau, was ich brauche. Ich lege Mindys Handy auf den Boden. Und die Plastikscherben kommen drumrum. Und jetzt warten. Da kommt sie. Cool bleiben. Die Limo habe ich echt nötig. Wo ist mein Handy? Das lag hier doch. Justin, hast du mein Handy gesehen? Hä? Was ist los? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist dir runtergefallen. Was? Machst du Witze? Oh nein, mein Handy! Es ist kaputt! Ich habe Angst, es umzudrehen. Was? Wie? Ich bin verwirrt. Nichts kaputt? Was ist hier los? Ha, du warst voll panisch. Ich habe dich reingelegt. Ach, das hätte ich mir denken können. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin so nervös. Der Test kann beginnen. Und der ist wirklich schwer. Ich hätte lieber lernen sollen. Die Uhr tickt. Wünsch mir Glück. Und was ist mit mir? Okay, wie schlimm kann es schon sein? Ziemlich schlimm. Oh, war klar, dass das passiert. Ich werde durchfallen. Das weiß ich. Ich bin mit dem Test fertig. Hier, bitte sehr. Gib schon her. Mindy, 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 ich bin enttäuscht. Du bekommst eine 6. Mir bleibt nur eins übrig. Nicht bewegen. Was machen Sie da? Nein! Lassen Sie mich runter. Bitte, wir können noch drüber reden. Ich habe großen Hunger. Ah, Ihr Atem stinkt. Das war seltsam. Was mache ich denn jetzt? Leg die Stifte weg und her mit den Tests. Kommt schon, Beeilung. Warum passiert mir sowas immer? Ich hoffe, Sie werden überrascht sein. Das bezweifle ich. Bringen wir es hinter uns. Wir zögern nur das Unvermeidliche hinaus. Oh nein, ich kann nicht hinsehen. Bitte nicht aufpassen. Hä? Was ist gerade passiert? Was ist hier los? Wow, das ist ja verrückt. Er ist eingefroren. Und was jetzt? Warte mal. Ich hab's. Ich mach was aus dem Kleber und der Tinte. Und los. Ich entferne den Klebestift. Und gieße die Tinte da rein. Langsam, ich will nicht plimpern. Wow. Okay, jetzt zum nächsten Teil meines Plans. Ich lege meinen Test auf das Röhrchen. Und dann drehe ich's um. Phew, geschafft. Das kommt vorsichtig auf den Tisch. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Alles kann wieder normal werden. Hä? Mir ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Klebestift muss da weg. Sonst kann ich deinen Test nicht benoten. Oh, alles ist voller Tinte. Die ist überall. Die ruiniert den Test. Das ist eine Katastrophe. Wie kann das sein? Yes, das hat geklappt. Ich meine, oh nein. Das ist die Pausenklingel. Der Unterricht ist vorbei. Ich muss los. Man sieht sich. Warte, der Test.